Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Torwart-Spieler-Karriere im Koop-Modus. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute! Ja, heute sind wir in einer Spezialfolge. Absolute Special-Folge. Und zwar spielen wir gegeneinander. Das ist absolut verrückt in deinem Studio. Das wird auch mega cool. Natürlich hier mit krasser Technik. Wird auf beiden Kanälen kommen, wie auch jede Folge. Bloß, dass wir in dieser Folge nur das eine Spiel machen. Wolfsburg gegen Augsburg. Der doppelten Länge, ja, wir machen sonst immer 4 Minuten Länge, diesmal machen wir 8 Minuten, heißt mehr Highlights, mehr was auch immer, wir schneiden mehr rein und dann könnt ihr das auf beiden Kanälen angucken, denn wir schneiden das natürlich auch unterschiedlich, mal gucken, was derjenige dann reinschneidet. Das wird interessant, wenn man auf die Tabelle blickt, sowieso, ich konnte in der letzten Folge gar keinen Punkt holen, Jan hat 6 Punkte geholt. Wunderbar, das hat funktioniert. Echt wunderbar für dich. Ja, deswegen bin ich auch 9 Punkte von dir entfernt und ich kann eh nicht viel retten. Ich könnte halt den Anschluss wieder ein bisschen finden. Sonst geht's runter zum Regionalabstiegsplatz. Ja. Das wäre natürlich doof. Du also. Kannst aber auch gucken, dass du weiter oben aufschließt und mich nach unten drückst. Das habe ich vor. Ich will weg von diesem 9. Platz Richtung Euroleague. Also, Janodopoulos bei Wolfsburg, Mike bei Augsburg. Leute, auf Let's go. Geht's. Ich gebe dir ganz viele Eigentore in deinem Mund, dass du das machen kannst. So. Ja. Oder du gibst Eigentore in meinen Mund. Ja, also du darfst Eigentore machen. Nee. Ganz, ganz viele gerne sogar. So Leute, das ist verrückt. In Augsburg, 17. Spieltag. Alter, ganz wir genau. haben wirklich das geschafft, dass wir wirklich am letzten Spieltag gegeneinander erst. Das wird interessant. Mal gucken natürlich, wie weit wir jetzt dann noch in der Rückrunde vorankommen. Vielleicht stehen wir am Ende tatsächlich so, dass das letzte Spiel entscheidend ist für irgendetwas. Ja. Das wäre natürlich krass. Schlechteste Defensive bist tatsächlich du. Ich bin aber auch nicht so weit von dir entfernt. Ja, aber von den Toren schon. Vom Platz nicht, aber von den Toren schon. Naja. Du hast 31, ich hab 39. Ist schon was. Schon was, ja. Hoffentlich drücken wir dir noch ein paar rein. Nee. Da bin ich. Krasser Typ. Komm. Jetzt die erste Chance. Ja. Direkt. Oh. Was ein Schuss, Gregoritsch, Doppelchance. Was ein Schuss. 5. Minute. Hätte ich nicht gedacht. Komm schon, Wolfsburg. Ihr seid auch nochmal. Ja, genau. Ja. Ja. Das war gut. Und jetzt Kajubi. Nee, das war nicht gut. Das und ist da alles gerade nicht gut. Finn Bogason rennt doch. Ja, genau. In der Mitte ist Hahn. Spiel ihn an. Ja, er schießt selber. Musste ein bisschen so aufmachen, weil sonst hätte er abgespielt. Das ist doch scheiße. Yes. Schau mal, nicht zu null für dich. Schau mal die Führung für Augsburg. Das ist nicht gut. Das sieht natürlich aus der Perspektive dumm aus, aber das mache ich auch oft. Ja, ich musste so ein bisschen rübergehen. So. Dadurch habe ich halt aufgemacht, aber sonst habe ich bei den anderen 7 auch keine Tore Chance. Schon. Der sieht aber auch nicht schlecht, natürlich. Doch, der ist doof. Habe ich gerade vorhin gesagt, Finn Bogason hoffentlich auch geiler Typ heute. Ich habe auch ganz viele Spiele zu Null gemacht mit anderen Torhütern. Gegen das dich ich aber auch in deiner Folge. Das ist echt kacke. Augsburg kommt, Kajubi kommt und Hahn kommt! Oh, wir drücken, das ist schön, aber das muss ein Tor geben, weil ihr kennt mich. Wenn ich eine Chance, eine Flanke von den Gegnern halten muss, dann ist das eigentlich schon so gut wie unmöglich. Und steht es direkt 1-1. Ich bin unten bei der Ecke, das ist gar nicht gut. Unten das ist richtig Ecke. Gut. Deine haben richtig 18. viele 18. Minute. Och, das gibt es nicht. Kurze Eck, da stand ich zum Glück. Ja, eigentlich nicht, aber... Ja, das war gut. Hätte man haben können, muss ja aber nicht sein. Komm schon. Wieso macht er das? Flanke und dann ins Tor. Ja, deswegen macht er das. 1 Weil er weiß, dass Mike die Flanke nicht kann, den anderen hätte ich gehalten. Ich weiß nicht, wie ich das besser machen soll. Weil nee, da konnte man eigentlich auch wirklich nicht viel gegen machen. Wenn ich zu früh losrenne von unten, dann schießt er ins kurze Eck. Das habe ich auch schon oft. Und so ist es halt so, wie es jetzt war. Nee, da ist wirklich nicht viel zu machen. Gut, dass es jetzt 1-1 steht. Ob das sonderlich verdient war, weiß ich Na, nicht. Na klar. Ja, es ist. Komm, eine direkte Antwort. Ja. War schon mal ein Zeichen in die richtige Richtung. Aber bei dir flanken die halt nicht, die schießen halt.
Augsburg eigentlich viel präsenter in diesem Spiel. Und vielleicht belohnen sie sich jetzt. Nee, was für eine Belohnung. Komm jetzt, die Möglichkeit! Yes! Darf nicht sein, weißt du... Es ist aber nicht unverdient. Doch, mega. Eine Minute geführt und eine Minute unentschieden. Es und dann ist nicht unverdient. Augsburg ist sehr präsent bisher. Ja, das war das sehr wichtig. Ja, also abseits. doch, abseits. Videoschiedsrichter, ey, mach mal weiter hier. Ja, nee, es ist die Special-Folge, da muss es drin bleiben, wenn ich hier ein Tor mache. Guck mal, 8 zu 2 Schüsse. Das ist, wieso bist du jetzt, wieso ist dein Verein jetzt so Komm, gut? Komm, den kriegt er noch und da kommt mal eine Flanke und die ist drinnen! Das sind die Flanken, das sind sie. Vor der Halbzeit Doppelschlag. Zack, zack, links, rechts, wie beim Boxen. Das finde ich gerade doof. Ich meine, wir spielen beide schon mal nicht zu null, das ist eigentlich auch doof für mich. Aber trotzdem die Hälfte, Halbzeit. Dann 3 zu 1, es sieht gut aus. Es ist natürlich noch lang Guck mal, nichts das wird geschehen. Traurig. Es ist noch lang nichts geschehen hier. Ja. 4 Tore in einer Hälfte. Das ist verrückt, das könnte schon ein Endergebnis sein. Ich fände es auch gar nicht schlecht, wenn das Endergebnis wäre. Nee. Wäre es okay. Nee. Ja, Mann. Nee. Ja, Mann, Leute, sicher. Direkt verkaufen. Starke Parade war das. Das war wichtig und die war auch nicht schlecht, aber. Komm, Augsburg kommt wieder. Schießt Daim erstmal in die Fresse. Dreht nochmal zurück. Gregoritsch. Und Jan. Das war natürlich stark. Von mir? Ja, nee, das nicht. Oh, nee, das ist jetzt nicht. Ja! 4-1! Sorry. Übersteuert. Das ja! Ist warum? Richtig warum schlecht. Gegen Hertha verlieren wir und das würde uns so viele Plätze bringen? Letzte Folge, bei mir könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr wollt. Und dann hier gegen Jan, der eigentlich viel besser ist. 4-1 schon mal. Das gibt's nicht. Naja, in Augsburg ist es noch okay. Oder? Und die nächste Möglichkeit. Habe ich es gerade gesagt? Wenn die ein 5-1 machen, ist es ein bisschen entspannter für mich. Da ist es, unser 5-1. 55. Minute. Nö. Die Spiellänge ist ein bisschen länger, es fallen mehr Tore. Außer man hält öfter, aber das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich hätte niemals gemacht. Alter, wieso haben die eigentlich. Weißt du, ich habe. Wolfsburg hat 2 Schüsse oder so und. Scheiß Augsburg hat. Oh, da wird 300. Oh. Spaß. Ja, Wolfsburg, man sieht ja, du hast so viele Schüsse, die Defensive Komm. Ist einfach schlecht. Ja! 6-1! Ja, den Controller gleich. Finn Bogason! Alle mal Hashtag Mike in die Kommentare oder Hashtag Augsburg oder so. Aber nur in meiner Folge. Ja. Ja, Mann. Schieß doch mal ins Tor. Ja. Wie, guck, da stark, sieht man, deine Mann. Abwehr ist richtig gut. Da war ich stark, dran, richtig gut. Platz 15 oder 16 bin ich. 16, ne? Ja, aber da hat der den gerade noch so von der Linie gerettet. Ja, krass. Dein ja. Verteidiger. Ja, ich war aber auch dran. Das war auch krass. Nicht so krass wie der von Porto gestern. Oh, wäre der macht drin. Mein Tor, wär der drin, wäre das ja so funny. Oh. So, jetzt hier wechseln geht wir gar es. Nichts in diesem Spiel. Erster Wechsel jetzt mal. Fitness müssen schon. Oh, jetzt spielen sie krass plötzlich. Jetzt machen sie ernst. Ah, und dann auf den Tor in Warte. Die Mitte. Wechseln. Ich glaube tatsächlich, dass deine Mannschaft noch einen Ehrentreffer macht. Weil so wie die gerade kommen. Oh. Stark. Aus. Die verfälschen hier gerade mal richtig die Statistik, ey. Die machen das gut. Ich mach das vor allem gut. Ich freue mich gerade, dass ich mal was halte. Ich hasse gerade alles. Ja, es kann passieren. Komm schon. Nein, die sind so schlecht. Immer mitten auf den Torhüter. Ja, Flanke drin. Sag's doch. Ich hab's vorhin noch gesagt. Ich glaube, dass es passiert. Weghorst wieder. Aber nur durch Flanken, Leute. Ich hab keine Ahnung. Ich hab
so gefühlt alles in diesem Spiel gehalten, nur bei Flanken nicht. Wenn jemand mir ein Privatcoaching für Flanken geben will, kann er das gerne tun. Aber den Treffer gönne ich dir auf jeden Fall. Es ist trotzdem krass, was hier abgegangen ist. Ja, den gönne ich mir auch. Das glaube ich dir. Ah, was ist immer das? Hört doch auf zu flanken. Weißt du, ich habe mich ohne Spaß jetzt. Man muss es ganz ernsthaft sagen. Ich habe jeden gehalten, außer die Flanken. Komm, schießen weg. Ja, den hole ich mir nochmal. Oder auch nicht. Das war nochmal geil. Leute, dafür eine Bewertung da lassen. Danke, dass Augsburg so krass war. 4 Tore Unterschied. Plus für mich, minus für dich. Mikros wird da nochmal getröstet. Wären die Flanken nicht gewesen, wäre es halt noch krasser. Aber das ist, wie gesagt, guckt euch das an. Das ist krass genug. Hier werden auch nur meine 6 Tore gezeigt. Die von Wolfsburg sind richtig irrelevant. Anmerken. 15 zu 10 Schüsse, dass die da am Ende. Ja, weil die am Ende haben die noch ein paar Schüsse gemacht, aber die haben nie ins Tor. Ja, weil ich krass gehalten habe, muss man. Also ich war in dem Spiel wirklich nicht schlecht. Wirklich. Auch wenn ich mich jetzt nicht unbedingt krass selbst loben will, aber ich war wirklich nicht schlecht. Ja, leider. Nur die Flanken halt. Ich weiß nicht, was da los war. Augsburg war absolut krass. Ich weiß nicht, was mit Augsburg los war, aber die waren absolut krass. Keine Ahnung, wir gucken kurz auf die Tabelle, wie sich das jetzt verändert hat. Ja, ich bin theoretisch wäre ich auf Platz 12 und du auf Platz 10, aber Dortmund hat noch ein extra Spiel gemacht, deswegen sind die jetzt wieder hier. Ich war am Anfang letzter Folge auf Platz 10, habe 6 Punkte bekommen und bin einfach keinen einzigen Platz nach oben gerutscht und jetzt einmal nicht gewonnen, direkt Platz 9 sogar verloren. 45 Gegentreffer hast du jetzt so. Was sagen sie dazu? Ich sage dazu, dass es... Das Ding ist, ich bin halt die zweitschlechteste Defensive, weil ich jetzt 33 Gegentore habe und Stuttgart 32. Die haben tatsächlich keins kassiert und ich habe jetzt gegen dich 2 kassiert. Naja, trotzdem war das ein krasses Spiel und das war eigentlich niemals damit gerechnet. Gerne, wie gesagt, auf beiden Kanälen vorbeischauen, abonnieren. Danke fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.